Das hier ist das Sony Ericsson W995. Es ist ja ein Walkman-Handy und die Walkman-Funktion gehörte schon immer zu den Stärken von Sony Ericsson. Und wir wollen uns diesen Walkman-Player jetzt mal anschauen. Am schnellsten komme ich dahin hier über die Walkman-Taste. Dann bin ich direkt im Player, kann direkt auf Play drücken, über die Tasten an der Seite, die leicht orange leuchten, wenn der Player aktiviert ist. Kann ich jederzeit zum nächsten Lied wechseln. Dann über die Lautstärke-Tasten hier an der Seite kann man das Ganze ziemlich laut stellen. Ja, das Handy spielt auch weiter, wenn man nicht mehr im Player ist. Man kommt aber eben über die Taste jederzeit schnell wieder rein. Dann hat man eben schon kurz gesehen, der Lagesensor merkt, je nachdem, wie man das Handy hält, ja, ob das Display im Hoch- oder Querformat angezeigt werden sollte. Und man sieht auch, dieser Wechsel geht sehr, sehr schnell. Also das funktioniert sehr flüssig. Ja, der Sound, ja, ging super, super laut, ist auch ja, schön klar. Die Bässe sind gut, die Höhen sind gut. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Dann haben wir hier unter Einstellungen zum Beispiel den Abspielmodus, Zufallswiedergabe und Schleife. Dann den Equalizer. Da kann man hier zum einen komplett selbst einstellen, wie man das gerne hätte. Dann gibt es aber auch mehrere Presets, zum Beispiel Höhen, Heavy, Pop, Jazz, Normal, Spezial, Soul, Easy und Bass. Also das kann man je nach Belieben einstellen. Dann gibt es hier Visualisierung und Stereo-Raumklang. Man kann die Datei direkt aus dem Player heraus versenden, Informationen darüber abrufen oder auch die Datei löschen. Und man kann auch natürlich Playlists abspeichern. Diese Playlists kann man auch über die Software MediaGo dann mit dem PC synchronisieren. Über My Music kommt man dann hier in das bekannte Medienmenü von Sony Ericsson. Also wenn ich hier auf zurückgehe, ist hier die Gesamtübersicht, wo neben Musik auch noch Fotos und Videos und Spiele und Webfeeds drin sind. Und unter Musik ja, finden wir das dann aufgeschlüsselt, zum Beispiel nach Interpreten, Alben, Titeln, Playlists. Dann ja, Sense Me, wo man je nach Stimmung bestimmte Musik auswählen kann. Genre, ja, Hörbücher und Podcast. Insgesamt ja, kann man sagen, ein sehr guter Walkman-Player. Das war auch nicht anders zu erwarten. Der Sound ist super. Selbst die beigelegten Kopfhörer machen einen sehr, sehr guten Sound. Man kann eben jederzeit auch eigene Kopfhörer anschließen. Direkt hier über den Klinkensteckplatz, 3,5 mm Klinkensteckplatz. Von daher, ja, ein sehr, sehr guter Musikplayer.